Und man, den Menschen muss bewusst sein, Ali, es wird Ali zugeschrieben, diese Aussage, ob das authentisch ist, weiß ich nicht. Ali radiallahu ta'ala anhu werden viele Gedichte zugeschrieben, dass er sie gesagt haben soll. Nicht immer alles davon ist auf ihn zurück, yani, zurückzuführen. Das ist aber egal, diese Worte sind sehr sinnvoll, geistreich. Er soll gesagt haben, وَلَيْسَ لِلْمَرْءِ بَعْدَ الْمَوْتِ دَارٌ يَسْكُنُهَا إِلَّا الَّتِي كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ بَانِيهَا فَإِنْ بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ وَإِنْ بَنَاهَا بِشَرٍ خَابَ بَانِيهَا. Eine sehr geistreiche Aussage, die mir persönlich, wenn ich sie höre oder sie mir irgendwie vorbei an mir geht, an diesen Tagen, ja, nee, diese Aussage verursacht Betrübnis. Darin sagt er, der Mensch hat kein Haus nach dem Tod, das er bewohnen wird. Der Mensch hat kein Haus, keine Heimstätte, die er nach dem Tod bewohnen wird, außer der, die er vor dem Tod gebaut hat. Du wirst nach deinem Tod bewohnen, was du vor deinem Tod für dich hergerichtet hast. Das heißt, deine Lebenszeit ist eigentlich dein Projekt. Deine Lebenszeit ist dein Bauprojekt, an dem du arbeitest. Und in diesem Bauprojekt ist es von dir abhängig, wie effizient dein Bau sein wird, wie groß, wie herrlich, wie gewaltig, wie luxuriös und annehmlich es für dich sein wird. Du entscheidest darüber. Und deswegen sagte er, فَإِنْ بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ. Wenn er es mit Gutem herrichtet, aufbaut, wird seine Heimkehr, seine Wohnung angenehm für ihn sein. Baut er sie aber mit Schlechtem auf, dann wird der Bauherr daran zugrunde gehen, an seinem eigenen Bau wird er zugrunde gehen. Daher, die Zeit ist ein kostbares Gut. Man sagt, Zeit ist Geld. Manche sagen, Zeit ist Geld. Aber Zeit ist nicht Geld, Zeit ist wertvoller als Geld. Geld kannst du, wenn du es verlierst, vielfach wieder gewinnen. Deine Zeit, wenn du sie verlierst, ja, nee, kann man nicht mehr reparieren, ist ein Schaden, den du dann mit dir tragen musst. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zwei Gnaden, zwei Gaben Allahs, ihr bezüglich sind viele Menschen im Verlust. Das Wort marbun wird in der arabischen Sprache für ein verlustreiches Geschäft benutzt. Man sagt Rubina Fulan. Rubina Fulan, was heißt das? Der Prophet benutzt das Wort Marbun. Man sagt Rubina Fulan, wenn ich etwas verkaufe für einen Preis, ich verkaufe etwas Wertvolles für einen Preis, der nicht einen Bruchteil von dem eigentlichen Verkaufswert dieses Objektes ausmacht. Oder umgekehrt, ich kaufe etwas für den vielfachen Preis von etwas, was eigentlich für einen Bruchteil davon zu bekommen ist. Das nennt man Al-Rabben. Der Prophet sagt, zwei Formen, zwei Gnaden Allah Ta'alas, ihr bezüglich sind die meisten Menschen im Verlust, also im Trug. Und sie haben sich in ein verlustreiches Geschäft damit eingelassen. Wisst ihr, was diese sind? Die Gesundheit und Freizeit. Deine freie Zeit. Was meint er genau, die meisten Menschen sind ihr bezüglich im Verlust? Er meint damit, holt euch wieder dieses Bild vor Auge, was ich eben gesagt habe. Du verkaufst ein Haus, das 1 Million kostet. Das kostet 1 Million. Du verkaufst es für 1000 Euro. Das ist ein Verlust. Du kaufst ein Handy, was eigentlich 10 Euro kostet,
für 1000 Euro. Das ist der Rabben. Wenn wir unsere freie Zeit, unsere Gesundheit, du investierst deine Gesundheit, deine Zeit wird investiert, du gibst sie aus. Wir müssen das so verstehen. Deine Zeit wird ausgegeben. Alles, was du tust, jede Minute, die du irgendwo reinsteckst, du gibst sie in Wirklichkeit aus. Du hast etwas von dir weggegeben. Und wenn wir diese Zeit und diese Gesundheit, die wir haben, investieren in Sachen, von denen wir am Ende nichts haben, die dich auf keine Weise weiterbringen, du hast nichts davon, nichts. Das ist etwas, was man nicht versteht. Also ich verstehe das nicht. Wie kann man derart betäubt sein, man muss irgendwie betäubt sein, dass man Stunden, Tag für Tag, Stunden deines Lebens für Sachen ausgibst, von denen du am Ende nichts hast. Das ist eine Problematik, gar nichts, nichts. Yani, weder steigst du in deiner Welt irgendwie an, du verdienst kein Geld dadurch, deine Qualitäten vermehren sich nicht, du gewinnst nicht an Ansehen, du bist immer noch der du warst. Noch in der Achira hast du irgendwas davon, aber man macht es ohne irgendein Bedenken, ohne irgendein Bedenken. Ich glaube, wenn jemand in so einer Situation lebt, der muss sich selbst und sein Gehirn neu programmieren. Der muss sich über, ja, der hat gar kein Bewusstsein über den Wert von dessen, was er hier auf einmal fortschmeißt. Zwei Gnaden, ihr bezüglich sind die meisten Menschen im Verlust, die Gesundheit und die Zeit. Und interessanterweise, diese zwei Sachen, wir werden uns ihres eigentlichen Wertes immer nur dann bewusst, wenn wir sie verlieren. Wenn man krank wird, wenn man schwerwiegende Krankheiten bekommt, wenn du nicht mehr in der Lage bist, irgendwas selbstständig auszuführen, wenn du auf andere angewiesen bist, das ist die schlimmste Zeit, die man haben kann im Leben, wenn man auf andere angewiesen ist, bei jeder Sache, beim Essen, beim Trinken, beim Gehen, beim Schlafen, beim Aufstehen, in jeder Sache angewiesen auf jemand anderen. In solchen Situationen, oder wenn man gelähmt wird nach einem Unfall, erst in diesen Situationen bemerkt man, was man vergeudet hat, und dann denkt man darüber nach, ich hätte gern dies gemacht und das gemacht. Wenn man keine Zeit mehr hat, dann denkt man, ich hätte gerne noch das gemacht, dieses Projekt noch, mich da beteiligt, hätte gerne noch mehr Bildung gehabt. Dann ist es natürlich zu spät. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. Und er wird sagen, oh mein Herr, lass mich noch mal zurückkehren, nachdem die Zeit verloren ist, Zeit vorbei, lass mich noch mal zurückkehren, damit ich etwas bewerkstellige. Und dann sagt Allah Ta'ala, كلا إنها كلمة. Keineswegs, es ist nur ein Wort. Das ist nur ein Wort, hat keinen Wert mehr. Du hast die Chance verpasst. Meshi.